hab neuen Weg entdeckt. Er lag so lang in mir versteckt, völlig ahnungslos von dieser Seite, bevor du kamst und sie befreitest. Du bist richtig, wie du bist, ganz egal, wie lang die Reise ist. Hab keine Angst, dich selbst zu sein. Wenn du ehrlich bist, wirst du verstehen, du bist du, es ist dein Leben. Du bist richtig, wie du bist, so wie du bist. Stuttgart, ihr seid alle richtig, wie ihr seid. Vielen Dank. Lukas Fischer. Dankeschön. Vielen Dank. Bietigheim.
der Lohnmond. In der 7, Anja Höxtra. Die 9, Ines Ivanchuk. Die 10, Anna Löpper. Mit der 11, Laura van der Heide. Die 12, Ina Eckerle. Mit der 19, Luisa Schulze. Die 14, Carolina Kutbosch-Klotz. Die 21, Vivian Koller. Die 23, Valentina Salamacher. 26, Angela Wallenstein. Und die 34, Kim Braun. Trainer ist Martin Albertsen. Ihr Applaus für die SGB Bietigheim. Wir begrüßen die beiden Unparteiischen, die Schiedsrichterinnen Maike Merz und Tanja Schiller. Die Torte steht bereit, die Kerzen sind angezündet. Wer setzt sich die Kirsche oben drauf? Das ist die Frage. Herzlich willkommen zum Finale beim Final Four der Frauen im Handball. Heute hier in der Stuttgarter Porsche Arena. Die SG BBM Bietigheim gegen den Thüringer HC, sprich die Creme de la Creme des deutschen Frauenhandballs. Erster gegen Zweiter der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Wir freuen uns drauf. Wir sind nämlich wieder zu zweit. Und zwar neben mir sitzt meine Co-Kommentatorin Laura Glaser. Schönen guten Tag. Ja, du bist schönen guten Tag. Auch zum vierten Mal beim vierten Spiel dabei. Beim Highlight muss man sagen. Du hast selbst bei der TuS Metzing gespielt. Aber dazu kommen wir später, denn wir hören jetzt erstmal kurz die deutsche Nationalhymne. Gesungen von Lukas Fischer. Dankeschön, Lukas. Lukas Fischer mit der deutschen Vize-Europameister im Barren vom Jahr 2013. Mittlerweile auch Sänger, heute in Doppelfunktion hier. Bekommen wir in der Halbzeit auch noch eine kleine Performance von jungen Schweizer. Und nochmal kurz zu dir, Laura Glaser, Co-Kommentatorin, ehemals Torfrau der TuS Metzingen 2012 bis 2014. Mittlerweile Trainerin, und zwar von den Torfrauen der U21-Nationalmannschaft Deutschlands und des TV Mödling in der dritten Liga und selbst auch schon DHB-Pokalsiegerin. Laura, 2010 mit Leverkusen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie groß die Bedeutung ist für die Spielerinnen, hier heute tatsächlich das Ding dann am Ende in die Höhe zu stemmen. Ja, die Bedeutung ist riesig. Also es kribbelt auch in meinen Fingerspitzen. Es ist einfach, vor dieser Atmosphäre heute auftreten zu dürfen, genial. Sehen wir hier auch die Spielerin Lusomova, die nochmal geehrt wird für eine herausragende Bundesliga-Saison, auch ABF-Spielerin der Saison geworden ist und jetzt auch heute wieder im Finale steht. Also wir haben hier wirklich die Creme de la Creme, wie du es gesagt hast. Und gerade für die Vereine ist der DHB-Pokal ganz, ganz wichtig, neben der deutschen Meisterschaft, die schon entschieden ist. Und ich bin gespannt und weiß jetzt schon, dass wirklich ein spannendes Spiel auf uns wartet. Und zwar trifft der zweimalige DHB-Pokalsieger, der Thüringer HC, auf den Finalist von 2018. Hier in Rot, die SG BBM Bietigheim, der aktuell
deutsche Meister. Vor einer Woche haben sie sich gekrönt zur deutschen Meisterschaft. Es war ein Müh, das entschieden hat. Es waren 29 Tore, kein Punkt dazwischen zwischen Bietigheim und Thüringen. 29 Tore, die am Ende über den ersten und den zweiten Platz entschieden haben. Und die sind natürlich ein bisschen angefressen, der Thüringer HC, wo wir hier Herbert Müller gerade gesehen haben, den Trainer, und rund 300 mitgereiste Fans. Das ist aller Ehren wert. Die rote Wand aus Thüringen angereist. Die Mannschaft, die von 2011 bis 2016 sechsmal in Folge deutscher Meister wurde, auch 2018. Und einige sehr starke Spielerinnen in ihren Reihen hat, wie hier Alicia Stolle, Nationalspielerin, 22 Jahre. Auch Emily Bölk, auf die gilt es zu achten. Die haben gestern Metzingen zertrümmert, möchte man fast sagen. Hier haben wir sie, Emily Bölk, Nationalspielerin, eine echte Maschine, dynamisch. Und auch mit einem entsprechenden Wurfarm gesegnet. Auf der anderen Seite bei den Bietigheimerinnen natürlich auch Weltklasse-Spielerinnen im Feld. Wir sind sehr gespannt. Es kann losgehen. Das Finale ist eröffnet, angerichtet. Und vielleicht noch kurz, wenn Sie hier ebenfalls Damen in Grün sehen. Das sind Schiedsrichterinnen bisher bei diesem Turnier. Nur männliche Schiedsrichter zum Einsatz gekommen. Heute zwei Damen, Maike Merz und Tanja Schieler. Aus Württemberg hier, aus der Region, haben schon das EHF-Final Four gepfiffen, beziehungsweise das Spiel in Platz 3 in Budapest. Also zwei erfahrene Damen, die hoffentlich heute auch das Ganze richtig und neutral bewerten. Und wir sind sehr, sehr gespannt. In der Liga gab es jeweils einen Sieg, jeweils zu Hause, also Bietigheim mit 3 Toren gewonnen. Zu Hause im Januar und der Thüringer HC knapp mit einem Tor gewonnen. Und es verspricht wirklich, Laura, hier das spannendste Spiel zu werden. Ja, absolut. Also sind verdient. Die besten zwei deutschen Mannschaften stehen hier auch verdient heute vor dieser sensationellen Kulisse. Ich hoffe, Sie zu Hause können das ein bisschen mithören und mitfühlen. Es ist wirklich Gänsehaut pur und wir können uns auf ein wirklich spannendes Spiel freuen. Auf geht's. Mit dem Thüringer HC von links nach rechts in den schwarz-weißen Trikots. Das ist die Spielerin der Saison, Iveta Luzumova. 184 Tore geworfen, das ist Ligaspitze. Zum zweiten Mal in Folge gewählt, also die haben hier wirklich auch Spielerinnen, beziehungsweise Positionen, die doppelt gut besetzt sind. Das Team von Herbert Müller. Und die erste gelbe Karte für die SG BBM Bietigheim, die, wie gesagt, hier letztes Jahr auch schon im Finale standen, bereits führten und dann fast schon sensationell gegen den VfL Oldenburg unter die Räder kamen. Diesmal soll es besser werden für das Team von Martin Albertsen, der da unten an der Seitenlinie hoch und runter tingelt. Ballgewinn Bietigheim, klasse Pass, Neizina Vizius und das erste Tor im Final Four Finale von Fie Woller, der dänischen Nationalspielerin, gestern mit 9 Toren die beste Schützin im Halbfinale gegen den SV Union Halle Neustadt. Heute ist ein anderes Kaliber, das ihnen da gegenübersteht. Ja, und die Bietigheimerinnen starten mit einer 6-0 Abwehr, die aber sehr offensiv agiert. Das wird auch entscheidend sein. Martin Albertsen hat heute Morgen mit den Mädels auch nochmal Videoanalyse von dem Halbfinalspiel gestern gemacht. Und da hat Alicia Stolle und Emily Böck hatten viel, viel zu viel Platz, viel zu viel Freiräume, um sich entfalten zu können. Und dementsprechend viele super Treffer auf ihrem Zähler gehabt. Jetzt auch wieder erfolgreich Alicia Stolle mit einem sehr, sehr guten Wurf. Und das gilt zu unterbinden auf Seiten der Bietigheimerin. Gestern vor allem zu sehen, wie gesagt, aus dem Rückraum viel zu leicht zu Toren gekommen. Emily Bölk und auch Alicia Stolle. Schön für Deutschland, zwei solche Spielerinnen auch zu haben, die beide noch jung sind mit 22 respektive 21 Jahren. Und hier haben wir die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft gerade am Ball gehabt. Gibt Neizina Vizius, die Kapitänin hier mit ihrem ersten Tor. Passend zum 2:1 für
die SG BBM Bietigheim. Laura, du hast heute mit ihr telefoniert. Was hat sie denn gesagt vor dem Spiel? Ja, die Anspannung ist groß. Ich meine, es ist auch normal. Man denkt immer, das sind alles Profis, aber trotzdem wissen sie auch, nicht immer mit solchen Situationen umzugehen. Und der Druck ist da. Die machen sich aber selbst den Druck, weil sie einfach so knapp letztes Mal das Finale verloren hatten und sie wollen jetzt auch unbedingt nach dieser gelungenen Meisterschaft letzte Woche jetzt auch den Pokalsieg für sich entscheiden. Und dementsprechend ist die Anspannung sehr groß. Sie sind sich ihrer Favoritenrolle bewusst und wollen dem auch heute gerecht werden. Ausgleich von Iveta Lusumova, die Kapitänin, Gesicht und Puls der Mannschaft in der Rückraummitte, viermal deutsche Meisterin schon geworden. Nach der Saison heiratet sie ihren Freund. Da wäre doch so ein Pokal auch noch dazu ganz schön. Damit die Liebe nicht rostet. Da ist Herbert Müller, das ist der Trainer des Thüringer HC, der den wilden Wurf von Gymnaizina Vicius in dem Fall beobachtet, aber der Mut ist da, abzuschließen in den ersten Minuten. Schönes Anspiel am Kreis. Klasse Anspiel hier. Aber abgepfiffen und Dina Eckerle wäre auch zur Stelle gewesen. Bietigheims Torfrau. Gelbe Karte gegen Josefine, beziehungsweise für Josefine Huber gepfiffen und dann gegen Bietigheim. Und die Führung für den Thüringer HC, die erste Führung. Das ist Martin Albertsen, das ist der Trainer, der Däne von Bietigheim. 45 Jahre, schon seit 2014 hier, Karriere selbst mit 22 Jahren beendet. Und hat hier Bietigheim zu Erfolgen geführt. 2017 schon Meister geworden. Aber so eine Saison, wie sie bisher gespielt haben, gab es noch nicht, meinte er. Das war die beste Saison, die wenigsten Gegentore kassiert, die beste Offensive. Alles nach dem Gusto des Dänen. Naizina Vicius hat hier zu Beginn einige Aktionen, spielt sich da in den Mittelpunkt, die Kapitänin. Das wird entscheidend sein, dass sie das Zepter an sich reißt. Sie kann alles. Also sie ist die Abwehrchefin, sie kann schnell umschalten, sie kann tatsächlich ihre Spielerinnen in Szene setzen und ist selber noch wurfgefährlich. Also eine umfassend überragende Spielerin, wo du es vorhin auch schon gesagt hast, in Form vom Nachwuchs des Deutschen Handballbundes, neben Bölk und Stolle, eine sehr, sehr wichtige Konstanz auf Rückraummitte. Und das muss auch so weitergehen. Anna Lörper, erster 7 Meter vergeben ans Gebälk. Und man hört schon, also es ist ein gefühltes Heimspiel zwar für Bietigheim, aber was den Lärm anbelangt, da macht die rote Wand aktuell mehr Lautstärke. Die Thüringer deutlich lauter als Bietigheims Anhang. Müller, die ehemalige Bietigheimerin. Naizina Vicius mit Maura Fisser, die Fibolle einsetzen will. Fehlpass. Ja, gute Übersicht von ihr da, aber der Pass muss eben kommen. Weil sonst bringt das alles nichts. Jetzt nimmt Herbert Müller Ann-Kathrin Giegerich wieder raus. Zum ersten Mal jetzt Ina Grossmann auch auf links außen auf dem Spielfeld. Die ehemalige Metzingerin. Bis zur vergangenen Saison im Ermstal gespielt. Jetzt also Thüringen mit Nina Müller, die sie kurzfristig verpflichtet haben, als es kaum noch Spielerinnen gab im Dezember und im Januar. Eine Phase, wo man wirklich nur 7, 8 Spielerinnen zur Verfügung hatte. Herbert Müller hat dann auch noch Kerstin Wohlboll zurückgeholt, sein langjähriger verlängerter Arm auf dem Feld. Und da meinte er, könnte sich auch die Meisterschaft entschieden haben in dieser Phase. Jetzt das 4:2 für den Thüringer HC. Iveta Lusumova mit ihrem zweiten Treffer.
Treffer war es bereits. Antje Launroth hat ja auch einen Treffer kassiert, ja. Allerdings ins Gesicht. Zeigt auch an, dass sie wechseln muss. Und der Mann sagt, Handball ist mein Leben. Er lebt den Sport mit jeder Faser seines Körpers. 56 Jahre, Herbert Müller. 11 Jahre älter als sein Pendant auf der anderen Seite, Martin Albertsen. Eine Institution, auch er, Herbert Müller, beim Thüringer HC. Seit 2010 da und wirklich macht einen klasse Job. Und einen klasse Wurf zeigt Maura Visser zum Anschlusstreffer. Die Niederländerin. Bietigheim mit einem aggressiven 6:0 in der Deckung. Wollen da weit rausrücken. Muss vor allem auch geschehen, um solche Würfe hier erfolgreich zu verteidigen, wie eben von Emily Bölk. Da ging gestern einiges ins Schwarze. Und die Passgenauigkeit stimmt noch nicht ganz. Angela Mahlestein, die Niederländerin, hier unzureichend bedient und dementsprechend wieder Ballbesitz für den Thüringer HC. Seit 2013 standen sie dreimal im Final Four, aber haben nie mehr den Pokal gewonnen. Stolle und Bölk, die hat eine extreme Dynamik. Ina Großmann, 5-3, Thüringen. Ja, das sieht immer alles so spielerisch einfach aus, aber in diesem Zweikampf dann wirklich noch das Auge für die Mitspielerin, in dem Fall für Ina Großmann zu haben, es ist wirklich großartig und von dem her, ja, gehört Emily Bölk auch die Zukunft. 151 Tore geworfen diese Saison, das ist richtig stark, kam vor der Saison vom Buxtehuder SV, wo sie lange gespielt hat. Und erfolgreicher Wurf von Laura van der Heijden. Die Niederländerin, WM-Bronze und EM-Bronze schon gewonnen mit ihrer Nation. Und da gab es einen härteren Einsatz, der auch den Trainer so ein bisschen aus dem Sattel gehen lässt, Herbert Müller. Gegen Alicia Stolle. Ja, da ist sie eigentlich schon durch und dann kommt Maura Visser von der Seite. Das ist gefährlich und muss auch nicht sein. Das grenzt schon an einem unsportlichen Verhalten. Von dem her sind die 2 Minuten völlig in Ordnung. Also Thüringen in Überzahl für 2 Minuten. 5:4 vorne, Emily Bölk. Luzumova. Jetzt gibt es noch eine nächste Strafe. Genau, 2 Minuten Strafe obendrauf für Kim Naitzinavicius. Also zweifache Unterzahl. Naitzinavicius und Visser draußen, zudem noch den 7 Meter für Luzumova, aber empfängt sie fast. Tina Eckerle. Das war jetzt ein ganz wichtiges Signal für ihre Mannschaft, genau. Gerade in so einer schwierigen Situation. Ich meine, jetzt sind gerade mal noch 4 Feldspielerinnen auf dem Spielfeld. Da dann zu parieren, das ist schon ein richtiges Ausrufezeichen. Da hat sie ihre alte Teamkollegin ausgeguckt. Tina Eckerle kam ja vom Thüringer HC vor der Saison. Ein bärenstarker Rückhalt. Auch sie ein Faktor für die Meisterschaft der Bietigheimerin. Ja, da wird die Dänin am Schlawittchen gepackt. Fee Woller von Matsuko. Ja, jetzt muss der Druck erfolgen, weil das Tor ist leer. Aber Fee Woller wechselt schon zurück. Eckerle jetzt wieder. 4 Pässe sind noch möglich. Dann muss abgeschlossen werden auch seitens der Bietigheimerinnen. 1. Und da kommt schon der Wurf von Angela Mahlestein, die auch gestern, sagen wir, nicht an ihre Normalform anknüpfen konnte, die sie normalerweise hat. 106 Treffer auch bei ihr in der Liga. Gestern nur 2 im Halbfinale gegen Halle.
Stollen. Super. Das war Carolina Kuttler-Glotsch, die da echt ihre Erfahrung ausspielt, da das Stürmerfoul provoziert, das kann man ruhig so sagen. Deshalb ballt sie auf die Faust. Deswegen wichtiger, neuer Ballgewinn jetzt für die Bietigheimerin. Stellt sie sich im Prinzip einfach nur in den Weg und wartet auf den Körperkontakt. Also diese Phase jetzt, sie sind gleich wieder vollzählig, jetzt die Zeit abgelaufen, haben sie schadlos überstanden. Richtig gut gemacht von Bietigheim hier, diese doppelte Unterzahl. Glotsch, aber abgeblockt und die Chance. Aber Dina Eckele wieder in der richtigen Ecke gegen Alexandra Mazzucco. Reißt da die Arme hoch. Das sind dann diese Freundinnen-Duelle. Die beiden verstehen sich privat auch sehr, sehr gut. Kann ich mich auch immer noch daran erinnern. Das gab es dann immer nach der offiziellen Trainingszeit, dass man sich dann noch ein, zwei Spielerinnen dann auch geschnappt hat und dann diese typischen Torschützinnen-Duelle durchlebt hat. Aber genauso auf der Seite. Ann-Kathi Giegerich, die da super pariert. In dem Fall schön, wenn die Freundin dann zur Gegenspielerin wird und man weiß, ganz wo sie hinwirft. Ja, und noch mal ganz kurz vielleicht zu Dina Eckerle, 7-mal deutsche Meisterin geworden, plus Pokalsiegerin 2013. Und das im zarten Alter von 24 Jahren, schon herausragend. Und auch zum richtigen Zeitpunkt gewechselt. Letztes Jahr Meister, dieses Jahr gleich wieder. Kann man so machen. Genauso wie diesen Wurf. Iveta Lusumova fast ansatzlos. Da kriegt Dina Eckerle die Arme nicht mehr hoch. Emily Bölk war's. Jetzt also auch mit ihrem ersten Treffer. Zwei Tore vorne. Der Thüringer AC. Und hättest du mich gestern gefragt, nach diesen Halbfinals, dann hätte ich gesagt, wenn die beide heute so spielen wie gestern, dann gewinnt Thüringen das Ding, weil die waren schon ziemlich, ziemlich stark gegen Metzingen und Bietigheim tat sich lange schwer gegen den Absteiger SV Union Halle Neustadt, muss man sagen. Ja, da gebe ich dir recht. Also das Auftreten gestern vom THC war sehr, sehr dominant. Allerdings ist es wirklich gerade in der Partie auf Augenhöhe mit dem Quäntchen mehr Glück für den Thüringer HC. Dementsprechend können wir uns da wirklich auf ein packendes Finale freuen. Sieben Meter für Thüringen und Josefine Huber. Komisches Ding. Ich weiß nicht, was sie da genau vorhatte. Das sah zunächst nach einem Lupfer eigentlich aus, aber. Ja, ich glaube, es sollte ein Heber sein, aber sie entschuldigt sich da gleich direkt hinter in Richtung Bank. Vielleicht ist ihr da der Ball einfach rausgerutscht. Das kann durchaus mal passieren. Die österreichische Kreisläuferin. Fieboller durch die Beine von Ann-Kathrin Giegerich. Ausgleich durch die Dänin. Ja, aber wenn Emily Bölk so viel Platz lässt, dann zeigt sie eben auch ihre Qualitäten direkt über die schnelle Mitte. Also da ist sie nicht zu halten und geht deshalb wieder erneut für ihr Team in Führung. Abgefälscht, aber trotzdem drin, Laura van der Heijden, hier im zweiten Tor.
ist der Stolle hier mit dem Versuch, auch wieder direkten Gegenstoß, ein Tor zu erzielen. Es war ein bisschen überhastet, aber wenn sie natürlich auch mit dieser Dynamik und mit dem Tempo kommt, strahlt sie eine enorme Torgefährlichkeit aus. Viertelstunde durch, jeweils 7 Treffer. Und im Nachpassen Luisa Schulze. Die höchste Erhebung auf dem Spielfeld, 1,90 Meter. Sie hat schon zweimal den DHB-Pokal gewonnen, 2014 und 2016. Mit dem HC Leipzig. Das sind diese Würfe aus dem Rückraum. Die sind dann auch schwer zu verteidigen. Klar, da sind eigentlich zwei, aber sie findet trotzdem die Lücke. Durch Fisser und Schulze hindurch und auch Eckerle kann da nichts mehr ausrichten. Wieder Ausgleich, es ist wie prophezeit ein Wimpernschlagfinale aktuell. Dudla Szklocz, die Polin, dreimal deutsche Meisterin, viermal Pokalsiegerin, knapp 1000 Tore für Polen geworfen. Und Bietigheim bleibt im Ballbesitz. Wichtige Phase jetzt. 9:8 die Führung für das Team von Martin Albertsen, der bis 2020 in Bietigheim bleibt, dann beim Schweizerischen Handballverband fest angestellt wird, beziehungsweise nur noch da arbeitet, baut da die Handballakademie der Frauen dann auf, neben seiner Tätigkeit als Schweizer Nationaltrainer. Noch aber ist er Cheftrainer der SG BBM und darf sich jetzt einen 2-Tore-Vorsprung erhoffen. Kim Naitzinavicius kommt aufs Feld. Nationalmannschaftskapitänin. Eben schon mal erfolgreich und jetzt wieder verzögert einmal. Torhüterin ausgeguckt. Und ab zum 10:8. Die erste Auszeit, 3 darf man insgesamt nehmen, 2 maximal pro Halbzeit. Hören wir mal rein bei Herbert Müller. Jetzt heißt es, die Ruhe zu bewahren. Wir müssen vorne unsere Chancen reinbringen, die wieder gut anschauen. Entweder die Aufsätze oder ganz rauf. Sie springt relativ früh. Wir haben die 2,7 Meter, den Konter. Es ist alles im Lot. In der Abwehr müssen wir die Zweikämpfe gewinnen. Wir verlieren gegen Gundasch die Zweikämpfe und auf die Abwehr der Starten. Wenn die gewonnen haben, Trefer Jugend probiert, die Abwehr zu kriegen. Dann ist der Geld und dann 6 Meter bleiben. Ansonsten das Tempo hochhalten, Kopf oben bewahren, mutig weiter. Bisschen besser und auch von der Heim dort drüben. Du bist jetzt drüber und du bist hier auf dem Zweiten. Wenn wir in den Block, bitte ehrlich. Okay. Ja, also auch ein Wort in Richtung der Ex-Torhüterin von Thüringen, Dina Eckerle. Gut anschauen, sie springt relativ früh. Das ist also ein Faktor auch,
dass man wirklich auch, dass er bewusst die Torfrau anspricht. Die ist ein wichtiger Faktor auch, was die Abschlüsse anbelangt. Sie arbeitet viel mit Wurfbildern und gerade auch gegen Spielerinnen, die halt tagtäglich mit einem trainiert haben, hat man dann die Wurfbilder eigentlich schon in so Stresssituationen gut im Kopf und dementsprechend arbeitet sie antizipativ. Bedeutet, so wie es er gesagt hat, sie ist schon unterwegs, aber immer genau auf Wurfhand. Dementsprechend kann sie dann auch viel parieren. Wieder ein Wurf gehalten von Alicia Stolle in dem Fall und die Chance für Bietigheim. Ein bisschen weiter davon zu ziehen. Also und auch von Herbert Müller nochmal der Appell, die Zweikämpfe zu gewinnen, auf die Abpraller zu spekulieren, mutig zu spielen. Klare Handlungsanweisung. Das war jetzt super Ballgewinn. Der Gegenstoß funktioniert aber nicht. So wie gewünscht, Thüringen weiterhin in Ballbesitz. Ja, Herbert Müller hat jetzt auch Jana Krause ins Tor gewechselt. Ann-Kathrin Giegerich hat ganz gute Bälle gehalten, aber ich glaube, er möchte einfach auch nochmal ein Zeichen setzen und gerade Janas letztes Spiel dann küren. Und wer Jana Krause so ein bisschen die letzten Jahre verfolgt hat, ist sie wirklich genau so ein Spielertyp, die in solchen Situationen auf dem Punkt da ist und dann dementsprechend auch mal 120-prozentige Bälle entschärfen und parieren kann. Großmann gegen Eckerle, die Wiedersiegerin bleibt. Also starke Phase jetzt von der Leonbergerin. Der hier aus der Gegend und jetzt wieder in ihrer alten Heimat zugange und der Superpass, das Superanspiel auf Lydia Jakubisova, die Slowakin. Und da sehen Sie mal, wie der Mann mit der Glatze mitgeht. Lusumova hier perfekt freigespielt. Sie ist sechsmal deutsche Meisterin, 37 Jahre, das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Und immer noch eine Dynamik, die sich so manche 25-Jährige vielleicht erhofft. Zwei nicht erfolgreiche Abschlüsse, Chance für Thüringen wieder den Ausgleich herzustellen und den schaffen sie auch. Noch unfair abgeräumt. Harsches Einsteigen, gelbe Karte gegen Kudlasch Klotsch nach dem Foul an Iveta Lusumova, der Torschützenkönigin der Bundesliga-Saison 2018-19. Das war nicht sauber. Auszeit jetzt die erste von Martin Albertsen genommen. Ärgerlich sein, oh, warum habe ich nicht so und so? Ich habe vorm Spiel gesagt, wir spielen Handball mit Effekt. Das hier, das ist hier jetzt. Aha. Wir machen die Sachen, was klar ist, auch jetzt. Wir machen Leos, wenn du hier anfängst, wir machen Kralle. Jetzt spielen wir auf Buch für Kim geradeaus und Effekt in die Mitte. Aber keine macht etwas, wo man nicht mit Speed kommt. Da brennt die Luft ein bisschen bei der Ansage von Martin Albertsen. Handball mit Effekt wollte er sehen. Was meinst du, was er damit meint? Ja, mit Präzision und einfach auch einer Genauigkeit zum Tor. Also ich meine, die zwei Anspiele jetzt von Carolina Kudlatsch-Klotsch waren gut, aber mit so viel Effekt kann man jetzt bei so einem Spiel leider nicht auftreten. Also sie müssen effektiv spielen, vielleicht dann nicht gleich die nächstmögliche Situation suchen, sondern versuchen erstmal die hundertprozentigste Torchance rauszuspielen. Also ihm passt es nicht, dass da jetzt schon wieder versucht wird zu zaubern, sondern er will effektiven, produktiven Handball in Form von Toren sehen. Und den Flow, den sie eigentlich die ganze Meisterschaftssaison über gezeigt haben, den hat er auch im Gespräch mit uns am Freitag nochmal angesprochen. Es war ein Flow da und den will er natürlich heute in diesem wichtigen Spiel ebenfalls sehen. Die Party dürfte nicht mehr in den Knochen stecken. Man hat am Samstag vor einer Woche richtig gefeiert. Die dänische Interpretation von Party heißt, Samstag wird irgendwann Montag wegen feiern. So hat es Martin Albertsen gesagt.
das stimmt. Aber heute haben wir dann auch schon wieder Sonntag und die Spielerinnen sind fokussiert. 11:10 die Führung, nächster 7 Meter, der verwandelt wird von Kim Naitzinavicius. Bölk mit Stolle und Lusumova, die hier das Anspiel versucht auf Maike Schmelzer, ebenfalls Nationalspielerin. Einige dabei hier, schön aus deutscher Sicht. Schönes Anspiel, wunderbar gemacht mit dem Aufsetzer von Bölk auf Schmelzer. Ja, leider stand da Maike schon im Kreis, genau, dementsprechend geht es wieder schnell nach vorne. Aber auch das nicht genutzt. Der Ausgleich von Schmelzer. Sechs Minuten noch in der ersten Halbzeit. Alles pari. 11:11. So haben wir uns das erhofft und erwünscht. Hier geht der Ball nicht so schnell an die Decke. Nee. Einmal Richtung Mond und zurück. Und da gibt es dann die Beschwerden. Martin Albertsen kann es nicht fassen hier, dass es da die Strafe gibt. Zwei Minuten gegen Luisa Schulze. Wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, Carolina muss raus. Ah, Carolina, guter Schlotsch. Schulze rausgelaufen. Die Polin. Fußball verdammt und erneut die Führung jetzt für Thüringen. Lusumova. Hat menschlich eine super Entwicklung genommen. Die Tschechin, sagt ihr Trainer Herbert Müller, eine echte Institution beim Thüringer HC. Und eine geniale Handballerin. Wenn du zweimal zur Spielerin der Saison gewählt wirst und zweimal Torschützenkönigin wirst, hast du vieles richtig gemacht. Naitzinavicius. Bietigheim bleibt im Ballbesitz. Bietigheimerinnen müssen jetzt schauen, dass sie lange Angriffe wieder spielen, weil jetzt schon die dritte 2-Minuten-Strafe in einer Halbzeit auch echt kräftezehrend ist. Und bisher haben sie die 2-Minuten-Strafen ganz gut überstanden. Schönes Anspiel, aber nicht genutzt von Luisa Schulze. Und auf der anderen Seite ist es das Tor von Lydia Jakubisova, die 37-Jährige, typiert ihre 13 Jahre jüngere Gegenspielerin Dina Eckerle. 13:11 und die rote Wand, sie hüpft. Hier, schöne Antizipation von Emily Bölk, direkt weitergeleitet. Das sind dann die Momente, wo auch die Klasse einer Bölk zu sehen ist, die eben nicht nur aus dem Rückraum den Bums hat, sondern auch blitzgescheit ihre Entscheidung abwägt und eben dann richtig wählt. 13:11 Thüringen, Bietigheim unter Druck. Ungenaues Anspiel, aber ja, Freiburg
dafür und geht sich heim. Luisa Schulze wird da auch richtig schön in die Mangel genommen. Also es ist ein hartes, aber weitestgehend faires Spiel. Und es ist ein offener Schlagabtausch. Mal für Bietigheim mit 2 Toren. Dann wieder der Thüringer HC. Jetzt eine überragende Parade von Jana Krause. Da ist sie, die 31-Jährige, die nach dem Spiel hier ihre Karriere beendet, will sich dem Polizeistudium widmen. Wird bestimmt ein paar Tränchen noch geben. Ewig an der Seite von Herbert Müller, 2007 und 2008 noch schon deutsche Meisterin geworden mit Nürnberg, vor Urzeiten gefühlt. Und 12 Jahre später immer noch an seiner Seite. Und den Ball hat sie richtig gut rausgeholt. Genauso wie Dina Eckerle hier gegen Ina Großmann. Relativ viel Einsatzzeit im Vergleich zum Halbfinale gestern. Jetzt die Linksaußen da. Ja. Das stimmt. Sie hatte jetzt auch schon 3 Fehlwürfe. Gespannt, ob Hermann Müller dort reagieren wird. Geboren in Holzgerlingen. Technikerin Maschinenbau von Beruf. Also. Auch eine Schwäbin. Auch eine Schwäbin. Lusumova tankt sich da durch. Und dann gibt es wieder die Beschwerde von Martin Albertsen, dass da der Pfiff erfolgt und es den 7 Meter gibt. Gelbe Karte jetzt auch gegen den Dänen. Also ein 7 Meter war es auf alle Fälle, wenn wir hier nochmal in der Zeitlupe sehen, ist schon auch ein taktisches Foul dabei. Ein 7 Meter kann man geben. Ist alles in Ordnung. Starke Parade von Eckerle. Direkter Gegenzug möglich. Die zwei Nationalspielerinnen im Nahkampf. Und da, zack, einmal das rechte Bein nach oben geschossen. Mit dem Knie abgewehrt. Wie wichtig ist es vielleicht auch für dich oder aus deiner Sicht als ehemalige Torhüterin, wenn es bei der Mannschaft vorne nicht läuft, du dann aber trotzdem solche Aktionen hast, Paraden zeigst, wie sehr kann das deine Mannschaft dann auch wieder mitziehen? Ja, also es pusht ungemein, das kriegt man auch immer dann als Feedback von den Mitspielerinnen, weil ich meine, das ist kräftezehrend, wir sind jetzt in der 29. Spielminute der ersten Halbzeit, wir haben hier einen phänomenalen Tempohandball, den wir sehen. Dementsprechend ist es klar, dass man auch mal 1 gegen 1 verliert. Und wenn man dann einen Torhüter da hinten im Kasten hat, der einem dann auch so ein bisschen aus der Patsche hilft, ist das großartig. Und das pusht dann wieder. Und wir sehen ja jetzt hier, haben wir die nächste Situation. Jana Krause kann das jetzt Dina Eckerle nachmachen. Schauen wir mal, ob sie ihre Mannschaft auch nochmal unterstützen kann. In dem Fall chancenlos und die ärgert sich mal schön. Die Jana Krause makellos von der Linie. Kim Neitzinavicius. Anschlusstreffer zum 12:13 aus Bietigheimer Sicht. Der letzte Angriff gehört vermutlich Thüringen. 15 Sekunden noch in der ersten Hälfte. Oh, da wirft sie den Ball relativ leichtfertig weg. Ich glaube, Lusumova war es. Ja, letzte Sekunden. Jetzt müssen sie schnell abschließen. Reicht nicht mehr. Aber wir haben eine tolle erste Halbzeit hier gesehen in diesem Olymp-Final-Vorfinale. Sein Team liegt mit einem Treffer zurück, Martin Albertsen. Die dänische Hügeligkeit ein bisschen abgelegt. Er ein bisschen on fire, nicht ganz zufrieden mit den letzten Minuten. Auch mit Luisa Schulze, so wie es hier aussieht. Aber die Führung für Thüringen ist knapp. Es ist alles natürlich noch drin und wir sind gespannt auf die nächsten 15 Minuten. Jetzt gibt es erst gleich mal einen Auftritt noch von Lukas Fischer. Der kann singen, turnen, tanzen. Der kann im Prinzip alles. Und Sie dürfen gespannt sein. Bleiben Sie dran. Er packt nämlich nicht nur die Stimmbänder aus, sondern auch noch ein Turngerät. So haben wir es gehört. Und wir sind ebenfalls sehr gespannt, was das am Ende wird. Bis gleich. Thank you.
Und meine Damen und Herren, zur Einstimmung jetzt auf diesen Auftritt von Lukas Fischer. Zeig jetzt nochmal kurz ein paar Bilder zur Turnweltmeisterschaft 2019. Kurz ein Trailer und dann geht's los. Zeig News aus. Fine.
We call the skies through the rings. Together share our own dreams. We're gonna be kings and queens. Kings and queens. We call the skies through the rings. Together share our own dreams. We're gonna be kings and queens. Stuttgart, dem noch mal alle! Das also Lukas Fischer, das Multitalent aus der Schweiz, Vize-Europameister am Barren von 2013, wie gesagt. Er war Finalist bei das Supertalent und macht jetzt eben auch Musik. Und auch ganz interessant für Sie vielleicht, er singt den WM-Song der Turn-WM 2019, die ja bekanntlich in Stuttgart stattfindet im Oktober und November. Und die ist auch bei uns zu sehen, ganz viel im Stream, im SWR, auch im linearen Fernsehen und auch ganz viel in der Sportschau. Also da können Sie sich schon mal drauf freuen. Ich meine, 4. bis 13. Oktober, Turn-WM in Stuttgart. Seien Sie dabei, dann sehen Sie den Lockenkopf aus der Schweiz auch wieder, der immer noch eine gute Figur macht am Barren. Wir sind gleich zurück. Ein paar Minuten geht's dann weiter mit der zweiten Halbzeit im Finale.